Hey, herzlich willkommen zu meiner Folge hier auf der Marsch. Kurze Probe habe ich überstanden. Ging durch. Jetzt gehen wir gleich bei und werden wir gleich, bevor wir weiterfahren, den Tieren Wasser geben. Und den Schwein noch entsprechend ja, Futter. Bevor wir uns um andere Sachen kümmern. Ne? Wie ich bin, ne? Aufs Dach rauf, ne? Jo, Dach ist dicht, wie es aussieht. Okay, war's. So, als erstes Wasser. Dach hier. Und? Also Automatik geht so, da geht wahrscheinlich hier rein in den Behälter hier, keine Ahnung. Aber da geht das genau die Stelle, wo Wasser geht. Denn da werden wir auch theoretisch am Ticker mit den Ladewagen ranfahren, ne? Also das wird auch so sein. Mist haben wir hier nicht, wir haben hier nur Gülle. Die Gülle werden wir wahrscheinlich verwenden, um dann Dünger herstellen. Wie verschieben? Ach, Verhändler. Wo kommt der denn her? Ein schwieriges Tier. Ist auch wieder zwei Schwere, drei Schwere. Hab doch hier gar nichts gemacht. Ob die das automatisch verstellt? Also das Mal habe ich extra geguckt, was wie und wohin kommt. Ah. Das ist ja schlecht. Wunder mich, wieso man an der Stadt keine Pferde gibt. Hier genau das gleiche, ne? Hier kann man kaufen. Okay, und hier muss ich gucken. Ist auch wieder Schwere bei. Das ist ja jetzt aber schlecht. Guck mal, das geht so nicht. Das ist ja ganz schlecht. Also man wundert sich irgendwas, stimmt nicht. Das muss ich zurückbringen. Irgendwas habe ich mir gedacht, ne? Dann muss irgendwas faul sein im System hier. Das weiß ich auch nicht. Dann muss ich das irgendwie anders umstellen. Möchte ich so nicht haben. Das ist dicht daneben, ne? Auch daneben. Und da jemand kräftig. Mal gleich Futter holen, damit nicht reichen. Mal gleich Futter. Dann mal gleich wieder die älteren Tiere rausnehmen. Das gibt ja gar nicht. Dach. Parken heute links oder was? Okay, jetzt Anzeige jetzt da. Das war aber im gesamten System. Gut an die tragisch, das ist eine andere Geschichte. Also hier vorne ist da vorne. Will jetzt vom anderen zweiten Rechner wegen der Leistung. Also separat für OBS zeigt der mir nicht so viel an, aber insgesamt schon, aber nicht. Aber nicht beunruhigend, also ne, alles im grünen Bereich. Das reicht. Aber gleich ein bisschen mehr für das nächste Mal. Ja. Nehmen wir 8000 ungefähr. Nur nicht so viel Geld aufs Abziehen, ne? So, da in der Richtung. Sonstiges Schweinefutter. Ja, und die großen Tiere hier auch weg sind, das ist schlecht. Muss ich wieder sortieren. Extra guckt das. Und vor allen Dingen, das sind ja auch Tiere im Stall, die ich überhaupt nicht genutzt habe. Also das ist ja schlecht für mich.
Aber Vordersaun trotzdem kriegen, ne? Auch wenn es hier gemischt ist. Ja, die Ausfahrt auf Feld Nummer 6, das läuft noch. Wird auch eine Weile dauern. Schätze ich mal. Denn wir möchten jetzt im Frühjahr Weizen und Gerste haben für die Brauerei, ne? Also die will ich auf jeden Fall bauen. Und dazu müssen wir mal das immer die Voraussetzung schaffen. Wir haben zwar etliche Weizen und Gerste auf dem Lager. Aber wir brauchen einen Nachschub, ne? Leg gerade Raps, haben wir Raps. Das ist ein Stichwort, Raps könnte man auch auf 3 und auf 19 bringen, ne? Einbringen, ne? Einsehen. So, gut. Dann werden wir gleich schauen, dass wir jetzt hier wieder etwas verschieben. Ja, hier so gucken. R. Dann sehen wir hier, dass wir kaufen können und hier was wir verkaufen können. Das heißt hier, haben wir hier theoretisch alles, ja, bis auf da 1, 2, 3. Die Quatsch, das sind ja auch. Das sind 12 Kilo. Das ist alles die Nummer. Alles richtig, alles richtig. Junge, bring das nicht durcheinander. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Alt ist bei 42, dann gucken wir mal nach das Gewicht. Ne? Ja, 12 Kilo. Und hier sind. Haben nur Ferkel. So, 61, das sind doch auch alles Ferkel, also größere Ferkel, also die. Die müssten wir eigentlich normalerweise die älteren Tiere haben. Gute Frage, ne? Sollen wir was machen, sauberkeitmäßig? Jetzt bin ich aber echt überfragt. Ich habe nur Ferkel. Laut der Liste hier. Das stimmt ja so nicht. Ja gut, dann wollen wir mal zum Viehtransporter fahren, ne? Und dann mal direkt anschauen, was wir da drin haben. So, weg hier. Also Krähen können uns Seuchen einschleppen, ne? Was von Wildtieren entsprechend jo, so haben, ne? Wie die Schweinepest aktuell in Polen zum Beispiel oder woanders, in Belgien glaube ich noch gar. Wenn die jetzt verseuchtes Fleisch fressen, weil Krähen sind ja auch Aasfresser, dann könnten sie die Seuche auch im Stall eintragen, ne? Also wird auf jeden Fall gut sein, wenn der Bereich von Wildtieren nicht besucht werden kann. Wobei Krähen, das ist immer so eine Sache, die sind nicht durch, die sind echt schlau, die finden immer einen Weg, ne? Wenn sie das wollen. Und 100% alles zumachen wird auch nicht funktionieren. So, dann mal schauen. Umstauen wurde keine mehr. Mal gucken, ob die wirklich so ein drinne oder so. Was wir jetzt hier laut Liste haben, ne? Denn wir haben normalerweise hier nur noch die älteren Tiere. Und ein paar Ferkel noch sicherlich, aber gut. Wenn wir immer noch einen Stall bauen müssen. Aber da überlege ich, wir brauchen einen großen, glaube ich, dann sind wir nicht so oft füttern müssen, ne? So, hier kommen wir gucken. Guck, hier haben wir jetzt drinne 260 Kilo, das sind erwachsene Tiere. Das sind die großen, schweren. 170 ist auch und dann. Gut, nur groß und alte 1,6 Jahre, das ist ja das richtige Alter. Muss ich nicht verstehen, ne? Und hier beim tiefen Menü ist das alle, ne? Ja, nur Kilogramm, ne? 0,1 Jahre alt und ja. Muss ich nicht verstehen. Oder sind verrutscht hier irgendwo? Keine Ahnung.
in der Liste. Danach habe ich nur noch junge Tiere. Gut. Beziehungsweise könnten die ändern. So, ich wollte Stroh gehen und ich wollte putzen. Und der andere Stall ist mistig, da wollen wir noch was machen. Nicht, dass die Tiere uns krank werden. Das wäre ganz schlecht. Im Allgemeinen, ne? Also man sollte auch immer füttern und auch alles macht und auch entsprechend dann auch säubern, ne? So. Fahren wir was rüber. Zweiten Fahrzeug anschaffen wäre jetzt bald sinnvoll. Oder wir werden früher oder später den Stall hier entsprechend versetzen und dann drüben auch hinbringen. Und dann haben wir dann ein bisschen leichter. Dann können wir hier noch Kühe nehmen und so, ne? Also für männliche Tiere, für Bullen, ne? Und für weibliche neue Kühe. Weil anfangs, ich denke mal, wenn wir alles zum mal sehen, wie Kühe da jetzt bei rauskommen, ne? Also das sind der mal Anfang. Ich habe 200 Tiere jetzt hier, ne? Und dann muss ich mal sehen, dass wir da erstmal Anfang kriegen, dass wir da eine entsprechende her. Wenn zu wenig sind, wenn die Milchleistung zu wenig ist, dass wir dann Kühe, die Kälber behalten, die weiblichen Tiere und dann die männlichen Tiere als im Schlachthof fahren, ne? Dann würde ich keinen eigenen Schlachthof, ne? Ja, Fremden haben wir ja nicht, wir müssen Händler, ne? Ja, ne? Also hier ist das ganz gut. Noch passt die Temperatur, sag mal so. So. Ja, die Ernte für... Ja, da muss man schauen. Ich muss mal jetzt mal schauen, dass ich zwei Geräte kriege. Zwar ein Kartoffelroder und ein Rübenroder. So, und das muss ich mir jetzt nicht umkümmern. Wir müssen beides ausleihen. So. Also komischerweise, dieser Stall macht immer Mist. Aber gut, ist halt so, ne? Ja. So, wo ist der Hebel da? Können wir auch entsprechend drin lassen, das Futter, ne? Ist ja nur Futter, das ist ja kein Mist in dem Sinne. Ups, habe ich nicht aufgenommen. Ja, nicht tief genug. So, 20,5% gleich, ne? Und... Lassen wir hier eingeparkt, ne? Ne? Schweine? Alles gut? Ja, schöne Ringe um Hals, das ist gut, das freut mich. Du wirst viel Geld bringen. Ja, ja. So, ausleihen. Wir gehen mal jetzt zum Händler. Wir müssen ja die Ernte vorbereiten. Hier Fleisch, schön, freut mich. Ja. Ja, Händler gehen wir. Wir gehen mal zum Händler. Der Händler ist hier. So, angekommen sind wir auch schon mal, ne? Guten Tag. Tag, Paul. Oder wer immer hier ist. So, mal schauen wir. So, Rübentechnik. Wir haben ja mehrere Rübentechnik, ne? Also mehrere. Sogar Mod. Und der kann auch Rüben oder irgendwas anderes Zwiebeln, Bohnen. Aber wir haben ja jetzt ein Vor für das ist hier die Maus zum Aufnehmen, ne? Also wer das möchte, kann die auf dem Acker ablegen und dann, ne? Also hier, das sind alles reine Rübentechnik, das ist ein Mod für alles. Ist aber nicht realistisch, gibt es glaube ich so nicht. So, wir können einmal Holmer nehmen. Der kostet so und so viel. Macht 9 Meter Breite und der hat... Ah, ist auch eine Maus, ne? Ist auch eine Maus. Müssen wir aufpassen. So, das ist der Rolme, das Original, Rüben. Die Breite ist, das ist der HR12 und das ist der RR 6x45.
Und der ist ja billiger, ne? Wie viel geht rein? 30.000, da geht rein. Ja, dann wenn wir uns den roten nehmen. Ich glaube, die Reifen sind egal. Wir mieten den sowieso, ne? So. Und wir brauchen dafür den HR12. HR12, so. Rühmtechnik. Düngetechnik. Kartoffel. Rühmtechnik. Ach so. Grimme. Holme, der HR12, genau da ist er. Das ist die Multifrucht. Breite von Meter. Na, wir sind ja mit dem, wir haben eine Kartoffel. Dann nehmen wir Original. Und wir mieten ja auch nur. Zurück. Dann brauchen wir Kartoffeltechnik. Da gibt es einmal auch Grimme und einmal Grimme Mod. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Das werden wir mal nicht nehmen. Das ist einfach so viel übertrieben. 60.000, 3 Meter, 20 km/h. Und der ist komplett. Und da ist hier die Breite. State von nix. Also der ist im Prinzip schon vollständig. Ja, den kann man auch nicht konfigurieren, das ist alles okay. Mieten wir gleich. So, Händler, danke schön fürs Liefern. Ne? Ja, noch steht das. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Die heutige Folge. Die heutige Sonntagsfolge. Ne? Schön, wünsche allen einen schönen Restsonntag. So, macht keine Dummheiten. Jetzt kommen noch selber die Dienstfolgen. Ne? Also, wenn ihr möchtet, mal reinschauen möchtet, würde ich gerne sehen. Ne? Und danke auch dafür. Oder wer jemand eine Empfehlung hat, der was gerne sieht. Jo, bin ich auch dankbar für. Wie gesagt, das ist alles keine Pflicht, kein Muss. Ne, aber immerhin wäre schön, wenn ihr reinschauen würdet. So, dann mal tschüss und wir winken. Ciao, ciao. Jo. Morgen geht's weiter. Tschüss.